Was, wenn die Carbonara gar nicht italienisch ist, sondern US-amerikanisch? Der Historiker Alberto Grandi hat in Italien eine mittlere Staatskrise ausgelöst. Er behauptet, dass viele italienische Klassiker in Wahrheit aus den USA stammen. Das schmeckt vielen ItalienerInnen natürlich gar nicht. Grandi sagt, Carbonara sei zu 80% US-amerikanisch und nur zu 20% römisch. Das liegt daran, dass viele ItalienerInnen vor dem Ersten Weltkrieg in die USA ausgewandert sind. Die dort entstandenen Rezepte gelangten als italienische Erfindung von Amerika aus in die Welt. Dass die ItalienerInnen so gekränkt auf seine Forschung reagieren, erklärt Grandi so. Mit zunehmenden wirtschaftlichen Problemen suchten die ItalienerInnen Sicherheit in einer romantisierten kulinarischen Identität. Sie schrieben ihrer Küche eine Bedeutung zu, die andere Länder ihrer Flagge zuschreiben. Auch heute noch werden einige wütend, wenn sie Sahne in der Carbonara sehen. Doch selbst das beruht auf einem Mythos. Der erste Koch, der Sahne zur Carbonara gab, war nämlich selbst Italiener und sogar dreifacher Sternekoch. Dasselbe sagt Grandi übrigens auch über Pizza und Parmesan.